So, Pressekonferenz heute. Fangen wir wieder obligatorisch an. Reden wir vom ersten Trainer noch wieder. Ja, wir haben heute ein schwieriges Spiel gehabt. Es war nicht einfach, auf diesen Läuft-Fußball zu spielen. Der war unheimlich tief, der Boden, und da zu kombinieren. Da haben wir gesehen, dass beide Mannschaften ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen, also hart im Kämpfer. Ich denke, im Grunde und Ganzen war der Sieg vielleicht nicht ganz unverdient, wobei auch in der zweiten Halbzeit zwei, drei Fragen drin waren, wo wir auch ein bisschen Glück hatten. Die gehört aber einfach auch dazu. Und ich denke, Schindelberg hat vor allem mich imponiert, die letzten 20 Minuten, wo sie doch immer wieder versucht haben, Fußball zu spielen und uns dann in Schwierigkeiten gebracht haben. Aber wir müssen natürlich die ein, zwei guten Möglichkeiten, die wir natürlich auch hatten, müssen wir natürlich auch besser zu Ende spielen, sodass wir dann vielleicht nicht mehr in Schwierigkeiten kommen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen liegt der Sieg vielleicht auch in Ordnung. Schönheit wünsche ich alles Gute und eine Saison ist noch lang. Da wird sich unten noch eine Menge zusammenschieben. Danke. Axel? Ja, erstmal natürlich Glückwunsch an euch nach Luckenwalde. Ich denke mal, ein Unterschied. Heute war ganz einfach, ihr spielt schon lange in der Liga und wir eben nicht. Und Woche für Woche erzähle ich auf diesen Pressekonferenzen immer wieder dasselbe, dass du dich also durch individuelle Fehler immer wieder selbst bestrafst. Ja, das 1:0 kommt ein ganz klares Kommando vom Torwart, der laut und deutlich für alle hörbar Leo brüllt und den Ball dann nicht festmacht und dann brauchst du bloß noch ins leere Tor köpfen. Beim zweiten, das sehe ich natürlich auf die Entfernung nicht so gut, aber ich denke mal, auch da macht er keine glückliche Figur, unser Torwart. Ja. Dann änderst du die Taktik von einem 4-4-2 auf einen 3-5-2, anschließend auf einen 3-4-3, versuchst also wirklich alles und ja, spielst dir vielleicht klar die ein oder andere Möglichkeit. Klar, dass du dann auch den ein oder anderen Ball hinten als Konter zulässt, das war uns klar. Bisschen Pech dabei, ne? Zweimal Latte, glaube ich. Aber unterm Strich ist es ja so, dass so richtig zwingend habe ich das nicht empfunden, dass wir wirklich mit aller Macht, mit aller, ja, entschuldige den Ausdruck, mit aller Geilheit hier einfach ein Tor machen wollen. Ne? Egal womit, egal wie, egal kostet es, was es wolle, aber einfach den Ball da reinmachen in die Kiste. Das hat einfach gefehlt. Ne? Natürlich bin ich enttäuscht, ich bin maßlos enttäuscht darüber, dass wir uns mannschaftlich gar nicht so schlecht präsentieren. Ich denke mal, das hat man auch gesehen, sie treten schon als Einheit auf hier. Das ist schon recht geschlossen, was sie machen, ne? Dieses sich gegenseitig pushen. Aber ja, wenn dann auch gestandene Spieler mit Erfahrung in höherklassigen Liegen solche Fehler machen, dann bist du natürlich auch als Trainer da, ja, bist du ja hilflos, bist du machtlos. Ich weiß klar, in welcher Position ich momentan auch bin hier, das ist schon alles klar, aber du bist ja gegen solche Sachen einfach nicht gefeitert. Was willst du da machen in so einem Moment? Geht Montag weiter, Fehler werden angesprochen, klar angesprochen, und dann hoffen wir natürlich, ja, dass wir schnell wieder aufstehen, dass wir mit klaren Gedanken die Woche trainieren und dass wir dann am Wochenende euch in Malchow das ein bisschen schwerer machen als heute. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Gibt es noch Fragen in der Presse oder von den Fans, Zuschauern? Oder jetzt? Ja, wenn nicht. Auch nochmal ein Glückwunsch von mir. An Fürstenwalde. Luckenwalde, Entschuldigung. Kommt gut nach Hause. Ja, genau. Habt ihr auch übernachtet in einem schönen Erlebnis? Wenn du die Wichtigkeit auch verspielst. Ja, gut. Vielen Dank. Und